Normalerweise rede ich ganz viel mit meinen Händen. Mach ruhig. Ich bin jetzt so okay. Nein, mach. Okay, gut. Ich bin Carlise und ich bin jetzt 4 Jahre bei den Bender Baskets und ich komme eigentlich aus Holland und ich arbeite jetzt auch bei Bender. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Es ist manchmal schon stressig, aber mit einer guten Planung und guter Kommunikation kriegen wir das alles hin. Was ist oder war dein Traumjob? Ich wollte früher einfach immer was mit Menschen machen und einfach Leute helfen und ganz, ganz viel bewegen auch. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in 3 Jahren? Ich möchte gerne schon einen Plan haben für meine eigene Firma und wollte, hoffe ich, immer noch Leistungssport zu betrieben und dann hoffe ich, dass das alles noch geht mit meinem Körper und Zeit. Welche Tipps kannst du als Sportler geben, die auch beruflich hilfreich sind? Ich glaube, dass du wirklich viel Kommunikation brauchst in deinem Job und auch bei Basketball oder Sport und einfach nie aufgeben. Da passieren halt Sachen im Leben, was nicht schön ist, aber weitergehen, darüber hin, positiv bleiben und dann schaffst du im Prinzip alles, was du gerne haben willst. Nimm dir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Okay. Oh. Okay, ich lese erst auf Holländisch. Bei allen Dingen ist hopen beter dan wanhopen. Das bedeutet auf Deutsch. In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln. In tutte le cose separa e megello c'è disparare. Und Englisch ist wieder dann einfach. Hope is better than despair in all things.